Fünf Anzeichen, dass dein Körper bald kollabiert. Nummer 1. Die Farbe deiner Augen. Ne? Man sollte sein Augenlid mal verziehen und darauf achten, ob die Lederhaut, das ist Sklera heißt sie auch genannt, ja richtig, ob die eine gelbe Färbung hat. Ne? Das liegt daran, dass die Leber überlastet ist oder eine Erkrankung zugrunde liegt. Und man sollte sofort den Bilirubin, das heißt den Leberwert, überprüfen lassen. Die roten Blutkörperchen, auch die Erythrozyten genannt, also die sauerstofftransportierenden Zellen, existieren ca. 120 Tage. 99% aller Blutzellen sind genau diese. Diese werden durch die Hämoxygenase 1 abgebaut zu Bilirubin, vorher Biliverdin, ja, welches eher grünlich ist. Das kennen wir alle, wenn wir ein Hämatom haben, also einen blauen Fleck, ja, welche die Farbe dann annimmt, so ein bisschen wie so eine Disco-Kugel irgendwann, ja, verschiedene Farbtöne. Unter normalen Umständen wird dieses über die Leber, ja, und im Blut quasi gefiltert, ja. So, das Pigment wird über die Gallenflüssigkeit abtransportiert, ja, so in die Gallenblase, zwischengespeichert und schließlich über den Darm ausgeschieden. Das Bilirubin ist zunächst nichts Schädliches, da es tatsächlich sogar ein sehr gutes fettlösliches Antioxidant ist, ja. Was problematisch ist, dass die Leber versagt. Ursache können sein, ja, Infektionen oder Entzündungen, Hepatitis, ja, eine Gelbsucht auch, ja, oder Lebensmittelvergiftung halt, ne, auch genannt. Autoimmunerkrankungen, aber auch wenn durch Gallensteine die Gallenwege blockiert werden, sodass die Galle nicht mehr richtig abfließen kann, ja, obstruktive Gelbsucht auch genannt, ja, oder auch Verkalkungen beim Vitamin K2-Mangel und sehr hoher D3-Dosis zum Beispiel, ja, kann daher auch zu hellem Stuhl führen, ja, Leberzirrhose, ja, das Gewebe der Leber verändert sich und schränkt die Organfunktion ein, ja, durch Verfettung oder durch Alkoholmissbrauch, ja, durch Aufnahme von Toxinen, ja. So, die Vorsorge sollte dabei sein, zu verhüten, ja, damit man keine Hepatitis bekommt, ja. Seinen Darm mit guten Bakterien und Ballaststoffen versorgen, viele Pflanzen essen, ja, damit es die Autoimmunerkrankung schwer haben. Bei hohen Dosen Vitamin D3 dringend K2 dazu nehmen, ja, damit es nicht zu Verkalkungen kommt im Körper, denn K2 befördert überschüssiges Kalzium in die Knochen. Alkohol absolut auf ein Minimum reduzieren, so wie ein Normalgewicht quasi anzustreben, denn Fett verdrängt gesunde Leberzellen und führt zum Funktionsverlust. Einen guten Glutathionspiegel, nochmal, Glutathionspiegel, einige haben es sicherlich nicht verstanden, weil ich so schnell gesprochen habe, ist sicherlich sehr, sehr entscheidend, denn es wird das wichtigste Molekül für die Leber zur Entgiftung, ja, in der hepatischen Detoxifizierungsphase 2, ja. Daher kann man gegebenenfalls auch supplementieren, ja, liposomal, normal kann man es nicht aufnehmen, das ist ein Tripeptid, ja, oder Infusion halt, ja. Verlinke ich euch aber alles gerne mal unten. Nummer 2. Eine weiße Zunge. Also erstens gilt ein weißer Zungenbelag sicher als nicht gesund. Das habe ich nochmal bestätigt bekommen, als mein Sohn auf die Welt kam, vor 7 Monaten. Er hatte eine knallrosa Zunge, ja, da er es nämlich noch so gut wie keine Darmbesiedlung quasi vonstatten ging bei ihm, ja. So, dieses manifestiert sich erst mit der Zeit bei Menschen, die kontinuierlich Gifte oder Xenobiotika in sich hinein führen. Unser Körper kann vieles ab, aber die Entgiftungsfunktion durch Glutathion zum Beispiel kommt auch an seine Grenzen. Dazu zählen vor allen Dingen Mikroplastik, Antibiotika, synthetische Süßstoffe, Aspartam, Sucralose, Zusatzstoffe und Pflegemittel, vor allen Dingen, ja, Schwermetalle, unreine Nahrungsergänzungsmittel. Daher schreibt euren Vertreiber von Nahrungsergänzungsmitteln immer an, ob er ein unabhängiges, aktuelles Analysezertifikat liefern kann zu dem Stoff, den ihr einnimmt. Denn in Deutschland wird das nicht so in dem Maße geprüft, wie ihr denkt. Ja? So, man kann erstmal alles verkaufen, ne, bis man geprüft wird. So. Was sie selbst in Auftrag gegeben haben, das ist immer ganz, ganz wichtig, auf Schwermetalle, Erreger, Pestizide, Ethylenoxid vor allen Dingen ist gerade auch im Umlauf, ja. Daher konsumiere ich ausschließlich Purazell-Produkte, weil da ist das definitiv gegeben. Ebenfalls eine Ernährung reich an Gluten, also Weizen, ja, oder Kuhmilch, Casein sowie wenig Ballaststoffe führen bei vielen Menschen zu einer Unterproduktion von kurzkettigen Fettsäuren. Der daraus resultierende steigende pH-Wert führt zu Disbalance im Darm und zu Fehlbesiedlungen. Beispielsweise durch den Pilz Candida albicans, der an sich mit uns in Symbiose in gewisser Weise lebt und auch Giftstoffe aufnimmt für uns, aber schnell auch Überhand nehmen kann und uns schaden kann. Dies manifestiert sich dann dementsprechend auch später an eine Zunge, ja, oder explizit auch nochmal im Mund kann es auch sein, ja, oder nur im Darm, ja.
was aber eher selten ist. Ja? Daher ist es wichtig, als erstes die Quelle und Gifte zu minimieren, sowie die Nahrung, ja, die man zu sich führt, ja, zu verändern oder anzupassen, ja, in Form von etwas mehr Gemüse und Ballaststoffe zu sich zu führen, für seine Darmbakterien, um die gesund zu halten, damit diese auch etwas entgegensetzen können dem überhandnehmenden Pilz. Verschiedene Öle, wie gerade das Schwarzkümmelöl mit hohem Thymokinolgehalt, ja, weisen hier sehr starke Wirkungen auf, verlinke ich euch ebenfalls mal unten. Wichtig ist aber auch, die Quelle, ja, nicht das Symptom zu bekämpfen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, die Lebensweise ändern. Nummer 3, schlechte Wundheilung. Ja. Ich hatte vor kurzem noch einen kleinen Eingriff gehabt, ja, und das ist extrem schnell verheilt, obwohl ich genau das Gegenteil gemacht habe von dem, was der Arzt mir gesagt hat. So. Der konnte das gar nicht glauben, ja, dass das so schnell quasi geheilt ist. Und das hat er auch noch nie gesehen, so in dem Maße. Und ich habe alles genau das gemacht, was er nicht gesagt hat, und es war wirklich ein großes Staunen. Ja. Das kann einige Gründe haben. Als erstes habe ich nicht gekühlt. Wenn die Schmerzen zu ertragen sind, war für mich klar, hindert massiv die Kühlung, quasi die Heilung. Ja? Der Grund: durch die Kälte kommt es zu Verlangsamung der Fließfähigkeit, genauer eine Vasokonstriktion quasi der Arterie. Das führt dazu, dass weniger Sauerstoff zu den Zellen gelangt, die jetzt aber Sauerstoff brauchen, und zwar mehr als normal, da sie sich erneuern müssen, und dafür brauchen sie auch ATP, den universellen Energieträger. Des Weiteren kommen weniger Nährstoffe an, ja, in die Zelle, die gerade jetzt benötigt werden, um das Gewebe dementsprechend zu erneuern halt, ja, so, und die Wunde quasi schneller heilen zu lassen. Ja. Und das kann vor allen Dingen auch ein Beispiel sein auf eine schlechte Nierenfunktion. Ja. Das führt ebenfalls zu schlechter Wundheilung, ja, oder allgemein eine schlechte Nährstoffversorgung im Körper, dass nicht alles da ist, um gesunde Zellen aufzubauen. Als Beispiel sind vor allem die fettlösenden Vitamine D und A sehr wichtig für die Zellteilung. Ein Mangel darin kann zu Wundheilungsstörungen führen. Oder auch bestimmte Fette, am besten die Omega-3-Fette DHA. Sie sind ein Teil einer fluiden Membran. Ja. So. Und vor allen Dingen auch wichtig, die B-Vitamine, vor allen Dingen B6, B9, B12 sind wichtig für die Blutbildung, ja, und für die Nervenerhaltung. Da ist es eine schlechte Wundheilung meistens mit einem Nährstoffmangel verbunden. Es kann ebenfalls der Entzündungsmarker CRP erhöht sein. Dies merkt man auch einfach nicht so direkt, sondern nur, wenn man eine Wunde hat und diese schlecht heilt, da die Entzündungsmarker zu hoch sind. Daher immer genügend Omega-3 konsumieren, die Entzündungen hemmen. Daher empfehle ich hier unabhängig laborgeprüftes Algenöl, da sehr viele Öle schlechte Werte haben und hohe Oxidationen, die dann noch mehr schaden, was fatal wäre. Mein Favorit verlinke ich euch natürlich auch einmal unten. Kommen wir zu Nummer 4. Wasseransammlungen im Körper. Dies kann drei Gründe haben. Wassereinlagerung, Ödeme, entstehen dabei, wenn das zum Herzen zurückfließende Blut von dem geschwächten Herzmuskel nicht mehr ausreichend weitergepumpt wird und sich daraufhin ein Rückstau vor dem Herzen bildet. Da ist es wichtig, schnell ein EKG zu machen und einen Ultraschall zu machen. Bei einer Nierenschwäche kann die Niere keinen Urin mehr bilden. Das Wasser staut sich im Körper und führt zu Ödemen. Klappt der Abfluss der Lymphflüssigkeit nicht richtig, staut sich dieses im Gewebe. Man spricht dann von Lymphödemen, ja, so. Oder zu wenig Bewegung, denn die Lymphe ist anders als das Blut, was durch den Herzmuskel befördert wird. Von unserer Bewegung abhängig. Die Lymphe wird nur über Muskelbewegung durch den Körper geschoben. Daher immer genügend Bewegung, oder Trampolin sind auch sehr gut, ja, als Tipp für, ja, die Nieren, die den Säure-Base-Haushalt im Körper übernimmt. Basische pflanzliche Lebensmittel sind wichtig, wie grünes Gemüse, ja, integrieren, um die Niere dabei zu entlasten, den Säure-Base-Haushalt auszugleichen ständig. Ja. Indem man zu viel Säure zu sich führt, muss sie auch mehr arbeiten. Für das Herz sollte man seinen Q10-Spiegel im Blick haben, denn gerade das Herz verbraucht am meisten Coenzym Q10 und hat mit 40 teilweise noch halb so viel wie mit 20. Verlinke ich euch gerne auch mal mein liebstes Coenzym Q10, was ich jeden Tag nehme, da ich schon über 20 bin. Ja, schon deswegen konsumiere ich das auch, um den Spiegel wieder auf 20 Jahre, um ungefähr den Spiegel von 20 Jahren wieder zu korrigieren halt. Ja. So. Das war's mit dem Video. Das waren die Tipps, wo ihr darauf achten solltet. Läuft das aus dem Ruder? Habe ich euch hier Maßnahmen gezeigt, wie ihr das diagnostizieren könnt, ob es tatsächlich die Ursache ist
und worauf man dann präventiv achten sollte, um damit dies überhaupt erst gar nicht passiert, ist auch sehr, sehr wichtig. Ist viel wichtiger, als wenn es so ist, ja. Ich bedanke mich für das Zusehen auf purazell.de. Könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Da bekommt ihr laborgeprüft, unabhängig, ja, wissenschaftlich konzipierte Produkte zum absolut fairen Preis. Bis gleich auf purazell.de und Dankeschön für deinen Support.